Herzlich willkommen zu unserem kleinen Kurs, in dem wir das Game of Life programmieren. Mein Name ist Frederik Weitz und das ist so ein Sidekick zu meinen anderen Videos. Und hier werden kleine fertige Programme geschrieben und läuft dann unter dem ganzen Untertitel Programmieren durch Mitprogrammieren. Das Game of Life ist ziemlich bekannt, das werde ich gleich erklären. So, ich möchte euch aber erstmal sagen, was wir in diesem Kurs lernen. So, wir werden das Game of Life zweimal programmieren, nämlich einmal rein imperativ, mit einer imperativen Programmierweise. Das heißt, es wird Befehl für Befehl abgearbeitet. Und einmal mehr so halbobjektorientiert. Warum das nur halbobjektorientiert geht, werde ich später erklären. Python, in dem wir das programmieren werden, lässt beide Arten des Programmierens zu und wir werden auch mal beide ausprobieren, soweit es geht beim objektorientierten Programmieren natürlich nur. Dann geht es um den Umgang mit großen Datenfeldern. Es geht darum, wie erstellt man einen Algorithmus oder wie macht man den sich auch deutlich. Es geht um Zeitmessung, das ist ein Zusatz, das gehört eigentlich gar nicht zum Game of Life dazu, soll uns aber zeigen, wie wir zum Beispiel die Leistungsfähigkeit von einem Programm messen, wie schnell ist das überhaupt, und es geht um Speicherprobleme, die uns natürlich auch irgendwann angehen, gerade wenn wir uns mit großen Datenmengen befassen. Nun gut. Das ist so das, was euch in diesem Kurs erwartet. Das hört sich ziemlich trocken an, aber ein Programmieren ist im Hintergrund immer so ein bisschen trocken. So, jetzt zeige ich euch aber erstmal so, wie das Game of Life aussieht, damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung habt. Hier ist also meine imperative Version von dem Game of Life. Und hier oben kann ich einstellen, wie groß das Feld ist, was hier unten auftaucht. Hier unten ist, wird das dann gleich sichtbar gemacht werden. Und ich nehme mal 40 mal 40 Felder. Die Felder sind so angeordnet, dass die auf der einen Seite auf die andere Seite wieder übergehen. Im Prinzip muss man sich das also vorstellen wie so ein, wie eine Art Kugel, die ich hier abgebildet habe. So. Und ich lasse das jetzt, ich sag mal, 30 Mal durchlaufen. Jetzt werden hier gleich kleine Pilzchen draufgesetzt und die entwickeln sich, je nachdem, welche Nachbarschaft sie haben. Ich erkläre das gleich nochmal. Schaut euch das erstmal an. So, und hier unten zum Beispiel seht ihr, hat sich eine stabile Form gebildet, die bleibt einfach so bestehen, während sich hier die anderen Formationen verändern. Aus einer alten Gewohnheit heraus spreche ich hier immer von Pilzen. Man kann die natürlich auch komplett anders nennen. So, aber wir schauen uns das jetzt mal an. Was ist das? So, also ein Game of das Game of Life ist ein zellulärer Automat. Das heißt, es gibt direkt fest abgegrenzte Zellen oder Felder und auf denen sitzt entweder ein Pilz oder eben nicht. Also, und im Hintergrund können wir jetzt schon mal hören, als so angehende Programmierer, das ist eine 1 dafür, dass ein Pilz da drauf sitzt, oder eine 0 dafür, dass ein Pilz nicht drauf sitzt. Also wir haben eine ganz einfache binäre Logik dahinter. Und ein Zustand wird durch einen Schritt in einen anderen Zustand überführt. Der Schritt besteht in einer Operation, in einer Rechenoperation. Der ist hier durch den grünen Pfeil angedeutet. So. Und wir betrachten gleich erstmal nur dieses eine orangene Element und seine Nachbarschaften. Und hier gibt es drei verschiedene Kernoperationen. Also es gibt eigentlich natürlich mehr, aber das sind so die wichtigen Operationen, wie ein Pilz erhalten bleibt. So. Und zwar einmal überlebt ein Pilz, wenn
drei oder zwei Pilze in der Nachbarschaft sitzen, dann überlebt er. Und ein Pilz entsteht, das habe ich jetzt hier angedeutet durch den, dadurch, dass ich das weiß gemacht habe, ein Pilz entsteht, wenn drei Pilze in der Nachbarschaft sitzen. Das heißt, da wird ein, entsteht auf einem leeren Feld, entsteht dann ein neuer Pilz. So. Alle anderen Möglichkeiten der Nachbarschaft führen dazu, dass der Pilz hier stirbt. Also wenn ich nur einen Pilz in der Nachbarschaft habe, stirbt der Pilz. Und wenn ich vier, fünf, sechs, sieben oder acht Pilze in der Nachbarschaft habe, stirbt der Pilz auch. So. Also der zelluläre Automat überführt einen Zustand in einen anderen. Und da wir hier zwei Dimensionen haben, ist es ein zweidimensionaler zellulärer Automat. Das ist das, was das Game of Life eben macht. So. Und hier nochmal angezeigt, etwas genauer angezeigt. Ich habe drei Pilze in der Nachbarschaft, dann entsteht ein Pilz. Und ich habe vier Pilze in der Nachbarschaft, dann stirbt der Pilz. Und die Formel für den zellulären Automaten, die lautet jetzt Delta Doppelpunkt Q mit n im Index, wird überführt in Q. Und Q mit dem n im Index heißt, das ist die Nachbarschaft, das sind die Nachbarschaften, die der Pilz hat. Und daraus wird dann eben das Dasein des Objektes berechnet. Und das Dasein ist in diesem Fall tatsächlich ein ganz simples, ganz primitives Dasein, entweder es ist da oder es ist nicht da. So. Mit dem im Hintergrund können wir uns das Ganze jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wir machen jetzt mal hier unsere Feldgröße auf das Doppelte und lassen das mal ein bisschen länger laufen, damit ihr mal ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie das so im Großen aussieht. Und wir lassen das jetzt mal 50 Mal laufen. So. Und jetzt seht ihr schon, das ist so ein kleines Problem von Python. Wenn ich das in Java so laufen lassen würde, und zwar ungebremst, dann wäre der jetzt schon längst fertig und ich hätte gar nichts gesehen. So, bei Python habe ich das jetzt einfach so reinprogrammiert. Ich habe keine Zeitverzögerung gemacht und gar nichts und es ist relativ langsam. Das seht ihr. So, jetzt habt mal so ein bisschen ein Augenmerk darauf, auf diese Konstellation, die sich überhaupt nicht verändern, wie zum Beispiel hier oben diese vier Pilze oder hier unten hat es zum Beispiel einen Pilz gegeben. Dann gibt es hier so kleine oszillierende Felder. Das sind diese drei Pilze hier nebeneinander. So, das könnt ihr euch gleich nochmal ansehen. Ich lasse es gleich nochmal laufen. Und dann gibt es natürlich solche Pilzwolken, die sich ständig verändern, manchmal sterben. Und irgendwann, wenn man es lange genug laufen lässt, ist meistens der Endzustand irgendein stabiler Zustand, wo ein paar von diesen feststehenden Pilzen zusammensitzen, ein paar von diesen oszillierenden Pilzen und dann geht es nicht mehr weiter. So, und ich lasse es noch mal ein bisschen länger laufen. Jetzt schaut man hier unten zum Beispiel, da hat sich so ein geometrisches Muster gebildet. So, das hat sich jetzt gerade wieder aufgelöst, weil es auf einen Zustand getroffen ist, der das gestört hat, diese Spiegelung. Aber das findet ihr dann immer wieder, dass sich in solchen Feldern, dass sich dann dort solche geometrischen Muster bilden. Oder solche symmetrischen Muster bilden. Und solange die nicht von außen gestört werden, entwickeln die sich manchmal auch ganz hübsch weiter. Hier zum Beispiel habt ihr gerade gesehen, hat es eins gegeben. So, jetzt auch schon wieder zu Ende. So, und das ist also das, was ich mit euch vorhabe.
So, erstmal hier in der Übersicht, wir programmieren einen zellulären Automaten, so heißt es dann richtig in der Informatik. Und bekannt ist das eben als Conway's Game of Life. Und wenn ihr Lust habt, euch darüber zu informieren, es gibt einen sehr schönen Wikipedia-Artikel dazu, der unter dem Stichpunkt Conway's Game of Life auch zu finden ist. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder und dann fangen wir auch direkt an zu programmieren. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.